Dazu bin ich zu alt. Wozu? Zum Reisen? Jedenfalls, um nach Istanbul zu reisen in die Türkei. Das überlasse ich den Jungen, den Sonnenanbetern. Türkei, Geschichte pur. Byzanz, Konstantinopel, Istanbul. Ein altes Reich, das länger hielt als jedes hier in unserem Europa. Hier in Europa? Mitteleuropa oder wie? Westeuropa. Hier brach damals alles zusammen, entwickelten sich neue Reiche, doch Byzanz blieb stabil. Mittelalter, verstehst du? Sag ich doch. Ich bin zu alt dafür. Mittelalter ist dem auch Alter. So siehst du gar nicht aus. Weder finster noch übertrieben religiös, durchtrieben und, naja, es stinkt auch nicht um dich herum. Bitte? Mittelalter meine ich. Da stank es, hieß auch das dunkle Zeitalter. Keine Kanalisation, dafür blinder Gehorsam gegenüber Kirche und Staat, Pest, Armut und so weiter. Verstehst du? Hier in Westeuropa? Ja, Stillstand. Aber nicht so im alten Byzanz, das man später Konstantinopel nannte und heute Istanbul. Du meinst, das war damals hochmodern? Und heute erst recht. Wie? Nichts Altes mehr da? Nur noch ganz junge, die am Strand halbnackt die Sonne anbeten. Dafür bin ich zu alt. Midlife-Crisis, verstehst du? Die Sonne und die Planeten haben dort schon die alten Römer angebetet, auf dem Hippodrom der Pferderennbahn. Dort, wo man auch die Schlangensäule bewundern kann. Es gibt so wunderschöne historische Gebäude im alten Stadtkern. Die Stadt war das Zentrum des Oströmischen Reichs, bis weit ins Mittelalter hinein. Mittelalter, sagst du schon wieder. Ja, danach kam das Osmanische Reich und der Topkapi-Palast wurde gebaut. Ebenfalls wunderschön. Gut. Aber Mittelalter, sagtest du. Mittelalt, das heißt doch nur halbalt. Und das Mittelalter? Du fängst an, dich für das Historische zu interessieren? So in etwa. Pass auf. Das Mittelalter bzw. Halbalter ist ja dann gleichzeitig auch die Halbjugend oder die Mitteljugend. Ja, in gewisser Weise durchaus. Das heißt, ich bin gar nicht alt. Ich bin eben nur mitteljung. Meine Rede. Auf nach Istanbul, du meine Mitteljunge.